von Deutsch bis Schlager oder sonst irgendwas. Ich bin Sänger, die Jungs sind Tänzer. Warte mal, ich glaube, ich kenne dich Nummer 6. Egal, red mal weiter, sorry. Kannst du einen Olli? Ich habe schon mal einen Olli probiert, ja. Kannst du einen Kickflip? Habe ich auch schon mal probiert. Was heißt probiert, Bruder? Wenn es passt, dann passt. Und ich küsse auch beim ersten Date. Also so ist es nicht. Wenn es passt, dann passiert es halt. Einer geht direkt ran, ne, an die Buletten. Okay. Was soll ich sagen? Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute blind daten wir wieder. Und wir haben heute auch eine Top-Kandidatin am Start. Und die stelle ich euch jetzt erstmal vor. Das ist Minelle. In der ersten Folge war sie die letzte Überlebende und Aarons Perfect Match. Leider ist aus den beiden nichts geworden. Sie ist hauptberuflich Model und kann sehr gut kochen. Pasta ist ja nicht krass, finde ich jetzt zum Kochen. Pasta ist krass. Na, wenn das nicht reicht, um heute den perfekten Mann zu finden. Was geht ab? Hallo! Alles gut? Alles gut bei mir. Wie geht's dir? Auch gut. Bist du ready? Aufgeregt. Bist du bereit für ein paar Schuhe? Ja. Füße? Magst du ja. Füße? Nein. Runde 1. Okay, Minelle, du darfst dich jetzt einmal umdrehen. Wir befinden uns hier in Runde 1. Du darfst mir gerne einmal sagen, was du von den Schuhen hältst. Nummer 3 finde ich auf jeden Fall sehr cool. Du bist auch so ein Sneaker, ne? Auf ja. Den. Hast du viele Jordans? Es geht. Früher waren es Jordans, jetzt sind es eher so ein bisschen Dunks, New Balance, so in die Richtung. Nummer 5, Docs, ja. Ich sag ehrlich, ist nicht so meins. Nummer 2, Air Force geht auch immer. Die sind clean, auch sauber. Fit, ne? Ja, akzeptiere meine sind ich. Auch Nummer 4, ich glaube Nummer 4, Skated, kann das sein? Ist das diese Skater-Schuhe gewesen? Mäßig, ja, ja. Der kann safe, sein, ne? Der ist safe auf Bali unterwegs, 1000%. Nummer 4, warst du schon mal in Bali? Safe. Ah, krass, okay. Aber Nummer 3 hat kleine Füße. Darf ich was fragen? Nee, wir okay. Warten mit Fragen okay, okay. Noch. Wir warten diese Runde noch ab mit okay, Fragen. Okay. Aber ist mir auch gerade aufgefallen. Nummer 6 hat auch kleine Füße, meiner Meinung nach. So vom ersten Blick her. Ja, Nummer 1 hat große Füße, also große Füße auf jeden Fall. Nummer 2, glaube ich, eher so normal. Normale Füße, Bruder. Herzlichen Glückwunsch. Normal, Spaß. Gut. Aber Nummer 3 ist so mein Favorit bis jetzt. Ja? Auf jeden Fall, ja, ja. Safe. Finde ich gut. Also Nummer 3 ist auf jeden Fall wahrscheinlich schon mal eine Runde weiter, würden wir jetzt einfach ja, erstmal ja. So festhalten. Ja, ja, doch. Welche 3 Schuhe fallen dir ins Auge, wo du so sagst, so ja. Was nicht drin ist, so. Mäßig. Also ich muss sagen, Nummer 5 ist einfach nicht mein Vibe, weil ich es persönlich auch nicht so trage, deswegen dann... Hast du gar keine Docs? Ich habe tatsächlich welche, die damals alle getragen haben, diese Plattform-Docs. Mhm. Das steht mir als Person einfach gar nicht, also keine Ahnung, ich bin viel zu groß da drin und keine Ahnung, meine Beine sind so lang und so dünn, nee, will ich nicht. Mhm. Bin ich so der Docs-Typ. Nummer 5 wäre jetzt... für mich tatsächlich schon raus. Sag mir mal, welche Nummer dir noch so ins Auge sticht, wo du sagst, Schuhe finde ich schwierig und dann stellen wir den beiden eine Frage und dann kannst du immer noch entscheiden, besser, weil anhand der Schuhe direkt rausgehen okay. Ist hart. Okay, dann würde ich Nummer 5 und Nummer 1 auswählen. Mit einer locker flockigen Frage. Ja, wer ist denn so euer Lieblingskünstler? Nummer 1? Was hörst du für Musik? Alles Mögliche von Deutsch bis Schlager oder sonst irgendwas. Luciano und so? Ja, zum Beispiel. Mallorca? Auch. Ballermann? Auch. Wie oft im Jahr? Einmal, zweimal. Hast du gerade gelogen? Nein. Also, du hörst alles durchmischt? Ja, komplett. Okay, ich bin gespannt auf Antwort Nummer 5. Ja, ey, ich höre halt viel Rock und so Stuff, was eigentlich schon älter ist. Auch gerne Techno. Ich weiß nicht, ob ich einen Favorite Artist habe. Es ist, es gibt viele gute. AC/DC? Ja, normal, Classic. AC/DC, Kiss, Metallica, Maiden, gib ihm. Okay, ich kenn nur AC/DC, deshalb, ich glaube, Minelle würde jetzt auch, wenn du ein paar Rocknamen aufzählst, wahrscheinlich keinen ja, kennen, ne? Also da wäre auf jeden Fall bei mir Ende im Gelände. Aber es waren jetzt beides nicht so die Antworten, die du erwartet nee, hast, ne? Also wir kommen da nicht auf einen gemeinsamen Nenner, deswegen. Bist also, direkt 2 raus, ich was. Ich würde tatsächlich Nummer 1, Ballermann hat dich ja, weggekickt. Nee, ne? Da bin ich raus. Das war dein Kopf bis kurz. Ja, Schlager hat eine und Drehung Ballermann, gemacht, ne? da kann ich nichts mit anfangen, es tut mir leid. Schade, Nummer 1. Ich würde dich einmal bitten, nach vorne zu kommen. Was Hi. Geht ab, was geht ab? Alles gut? Hi. Hi, Minelle. Max. Was geht? Nicht viel. Woher kommst du? Ich komme hier aus, also vor Ort von Köln. Okay, dann hast du es nicht weit, ne? Nein. Okay, mach's gut. Runde 2. Wir sehen hier 5 cleane Hosen. Ich bin gespannt, was jetzt bei rumkommt. Minelle darf sich einmal umdrehen und dir das Ganze einmal anschauen. Mhm. Wir haben viele Jeans dabei. Ja. Aber auch viele verschiedene Farben, ne? Mhm. Eine hier basic, mhm.
drüben ein bisschen verwaschen, Mitte auch verwaschen, hinten weiß, clean, Ringe. Macht mal alle eure Hände runter. Ja, bitte. Ich möchte Hände sehen. Was sagst du? Okay, also alle haben gepflegte Hände, ich bin überrascht. Alles gut. Achtest du auf sowas? Ja. Wichtig? Ja, also es muss ja jetzt nicht perfekt sein, aber so gepflegte Hände ist schon wichtig. Ich habe zwei Favoriten auf jeden Fall. Soll ich raten? Ja, warte. 3 und 6. Soll ich was dazu sagen? Ja. Ja, ist richtig. Geil, boah, das fühlt sich so toll an gerade. Ja, 6, weil das hat so genau meine Farbkombi, so dieses Beige, Khakis, genau meins, Nummer 3 auch. Ich mag das, also es klingt jetzt voll hart, sorry, aber ich mag das Hemd von Nummer 4 nicht. Also bei der 4, das Hemd, das erinnert mich ein bisschen an diese, ich habe die damals auch getragen, aber sonntags musste ich die anziehen, solche Hemden. Okay, ja, zu Dings your excuse. Gottesdienst auf den Church. Also mir ist es wichtig, dass man gut riecht. Ich würde gerne wissen, was so euer Go-To-Duft ist oder was ihr gerade trägt, was so euer Favorite ist. Tobacco Vanille von Tom Ford. Okay, klasse. Kennst du? Ja. Ja, ist sogar gut. Ich weiß, ja, ne? Ist gut. Alle müssen jetzt einfach nur Tobacco Vanille sagen, dann passt es, Jungs. Meistens eigentlich irgendwas von Hugo Boss. Okay, Nummer 4. Wenn ich nicht gerade Tobacco Vanille trage, dann Tommy Hilfiger. Super. Sorry, was? Tommy Hilfiger habe ich auch im Schrank, aber ist natürlich nur die zweite Wahl. Tobacco Vanille war erste, ne? Ja, ja, ich glaube auch. Ja, ich glaube auch. Guten Tag eigentlich. Ja, also ich gehe mal mit Jean-Paul Gaultier. Bei mir ist eher so Parfum de Mali, Leighton. Also ich habe viele Düfte von Parfum de Mali. Ich habe Atkinson, Oud Safety King. Xerjoff Herba Pura ist auch weit oben, wobei der auch mittlerweile eigentlich ausgelutscht ist. Aber Einer hat bei Apropos gearbeitet, ne? Das auch. Nummer 2, was machst du beruflich? Ich studiere Sportökonomie. Sport? Sportökonomie. Ökonomie. Warum kennst du dich so gut mit Düften aus? Boah, ich interessiere mich dafür. Ich habe auch viele selber. Ich verkaufe auch ab und zu ein bisschen Parfüm, aber eher alles so online. Du verkaufst Parfüm? Ja, ab und zu ein bisschen. Also hast du da so einen Großhändler oder so einen Plug? Nee, das ist ein Kollege von mir, der kauft die Düfte und ich verkaufe sie dann. Ah, das sind die mit so Koffern kommen, dann haben die so Proben. Und das riecht original wie 1 Million. Dann würde ich gerne wissen, was der Rest macht. 3, 4, 5, 6. Was macht ihr beruflich? Ich studiere Design. Okay. Ich bin Sportwissenschaftler. Ich arbeite zurzeit im Nachtclub. Welchem Nachtclub? Reinicke Fuchs, Bruder. Reinicke Fuchs, unten in der Garderobe. Kennen wir. Waren wir schon mal. Haben wir schon mal besucht. Wer nicht? Ich hab, ey, da liegt meine Jacke. Wann warst du da? Bruder, 339, kannst du klären? Ich tanze und ich bin Sänger, die Jungs sind Tänzer. Warte mal, ich glaube, ich kenne dich Nummer 6. Egal, red mal weiter, sorry. Und arbeite in Düsseldorf. Im Card Store. Wo? Card Store in der Altstadt. Okay. Kann es sein, dass du die Kandidatin kennst? Wahrscheinlich. Ah. Ich bin mir nicht sicher, ich will auch nichts Falsches sagen, aber ja, okay. Ist dir irgendwas Besonderes aufgefallen bei den Kandidaten? Ja. Was? Bei Nummer 3. Hohe Stimme, ne? Ja. Keine Ahnung, was da los ist. Darf ich was dazu fragen? Natürlich, frag. Magst du was dazu sagen, Nummer 3? Klar. Was willst du hören? Verstellst du die Stimme oder ist deine Stimme so oder hat das einen bestimmten Grund? Das ist einfach meine Stimme. Okay. Ja. Ganz normal, ist keine Dings, nicht, also ist so angeboren. Genau. Hast du das mal checken lassen, ist irgendwas? Alles fein. Alles normal, okay. Arzt sagt, alles gut, ist einfach Dings, hohe Stimme. Ich muss jemanden rauswählen tatsächlich, ne? Nummer 5, die Kombi mit den Schuhen und dem Nachtclub ist leider nicht so meins, deswegen würde ich dich rauswählen. Okay, Nummer 5, du darfst einmal nach vorne kommen. Hi, ey, du hast meine Jacke, ach Spaß. Stell dir vor, du hättest jetzt meine Jacke gepackt. Hi, was geht? Hi, Minel, alles gut. Kannst du echt klären? Ja, klar. Super. Kann ich machen. Sehr, sehr wichtig, ja. Trinkgeld. Warum geht nicht? Dann habe ich deine Jacke. Runde 3. Weißt du, was das Problem ist? Nein. Darf ich dir kurz sagen? Ja. Wir sind zwar in der nächsten Runde, aber der Vorhang geht nicht hoch. Warum? Weil du nochmal jemanden rauswählen musst. Okay, ich würde die liebe Nummer 4 tatsächlich auch rauswählen, weil ist leider nicht so mein persönlicher Stil. Nummer 4. Wie oft im. Warte, kannst du noch stehen bleiben. Wie oft im Jahr machst du Urlaub? So 3, 4 Monate. Skatest du? Ja. Nee, ich bin gut. Kannst du einen Olli? Ich habe schon mal einen Olli probiert, ja. Kannst du einen Kickflip? Habe ich auch schon mal probiert.
Was heißt probiert, Bruder? Die klappen nicht jedes Mal, aber immer öfter. Also bist du schlecht. Okay. Wie lange machst du das schon? So, seitdem ich 2 bin. Und du kannst keinen Kickflip? Natürlich kann ich Kickflip. Mach mal, wie machst du? Zeig mal, wie das aussieht. Digga, ohne Skateboard. Schau. Nein, das sah krass aus, Bruder. Wirklich, verrückt. Darfst gerne einmal nach vorne kommen. Da ist der Skater, was geht ab? Was geht, Bruder? Alles gut? Hi, Mine. Hallo. Kannst du auch grinden? Ja, Mann. Grinden macht Spaß. Ist gut. Ich glaub ihm nicht. Bist du guter Lügner? Guck mal, im Leben muss man grinden, im Skaten muss man grinden. Wie kann ich nicht grinden? Auch krass aus. Also sollen wir wieder reintun? Nee, sorry. Runde 4. Wir sehen jetzt die kompletten Outfits. Ich glaube, Minelle hat jetzt endlich mal auch wirklich was zu sehen. 3 sehr verschiedene Outfits, 3 Leute, die tolle Parfüms tragen. Darfst dich einmal umdrehen. Mhm. Gucken, was du sagst. Mhm. Was sticht dir direkt ins Auge? Sag mal direkt raus, so ein Ding. Zack. Outfit von Nummer 6. Gefällt mir richtig gut. Ja? Mhm. Safe. Gute Wahl. Ich mag die Tasche von Nummer 3. Was ich halt gar nicht mag, ist Tanktops bei Männern, bei Nummer 2. Ich denke mal, es ist ein Tanktop. Ja, es ist ein Tanktop. Nee. Ist ein Unterhemd. Ein ganz ja, noch Unterhemd schlimmer. Ich mag, nee. Ist nicht so mein persönlicher Stil tatsächlich. Nummer 2, machst du viel Sport? Ja, so 3-4 Mal die Woche Fitness. Mhm. Nummer 3, machst du sportliche Aktivitäten? Ja, 3-4 Mal auch Gym die Woche. Okay, Nummer 6? Ich tanze halt viel, aber neben dem Tanzen halt auch Fitness. Ich bin Tänzer, die Jungs sind Sänger. Tanz mal. Tanz mal richtig. Das war schon. Ohne Kopf, aber Kopf muss überfordern bleiben. Aber mach mal 2 Schritte kurz. 2 Schritte? Ja, wild. Bist du Breaker? Ich hab gebreakt, aber ich hab mit Hip-Hop angefangen jetzt. Ja, okay, wir müssen aber gleich Breakdance sehen, nicht Hip-Hop. Wenn du gleich, also falls du rausgewählt werden solltest, musst du uns kurz was vortragen. So, liebe Freunde, interessante Frage, ne? Manche Männer können küssen, manche Frauen können küssen, manche nicht. Jetzt ist die Frage, ihr seid zusammen, beziehungsweise seid noch nicht zusammen, ihr seid unterwegs, dies, das. Wie würdet ihr das handhaben, dass der erste Kuss entsteht? Kandidat Nummer 6 darf anfangen. Ich würde beim ersten Date auf jeden Fall nicht küssen. Das wäre meine Antwort. Okay. Erstmal kennenlernen und dann gucken, was draus passiert. Sagen wir mal, es geht nicht ums erste Date, sondern um das Date, wo alles passt. Wie würdest du, also sagen wir mal, alles passt, ihr kennt euch schon länger. Boah, ist eine schwierige Frage. Also wenn die Dame Zeichen gibt und auch näher kommt, dann würde ich mal sagen, dass es dann alles passt. Was ist ein Zeichen für dich? Betatschen? Oder doch, wenn man sich näher kommt. Ja, ja. Okay, ich weiß jetzt nicht, was ich mir unter Zeichen vorstellen. Klingt plausibel. Sollte ich mir mal Gedanken machen, wenn ich nicht. Also der Vibe muss auf jeden Fall da sein. Und es muss auf jeden Fall irgendwie von beiden Seiten kommen. Und einfach, ja, der Moment, ich glaube, den kann man nicht beschreiben. Es passiert einfach und es passt dann. Okay, Kandidat Nummer 2? Also ich denke, man kann gar nicht explizit sagen, wenn es richtig passt. So. Also das ist, wie schon gesagt wurde, der Vibe muss stimmen. Und das ist halt situationsabhängig. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Antatschen oder so ein Zeichen dafür ist. Kann schon sein, ja. Aber wenn es passt, dann passt. Und ich küsse auch beim ersten Date. Also so ist es nicht. Wenn es passt, dann passiert es halt. Einer geht direkt ran, ne, an die Buletten. Okay. Was soll ich sagen? Ist dir bei Kandidat Nummer 3 irgendwas aufgefallen? Ja. Soll ich auch schon was dazu sagen? Ja, gerne. Ich stehe leider nicht auf Frauen. Deswegen müsst mir die liebe Nummer 3 einmal rauswählen. Ich war die ganze Zeit am Warten. Ich so, sagst du irgendwann nee, was dazu? Also ja, schon, aber ich habe halt noch ein bisschen gewartet. Weil bist du die ganze Zeit davon ausgegangen, dass ein Typ? Weil du auch wegen der Frage, weil du noch auf die Stimme uns eingegangen bist? Ja, kann ja irgendwie sein, dass da was war. Deswegen, muss ja sowieso aufpassen, was du sagst. Aber stimmt, ja, normal. Deswegen habe ich halt gewartet, bis der Vorhang komplett oben ist, bis ich final was dazu sagen kann. Mhm. Respectfully, aber ja, das müsste ich bei Nummer 3 einmal. Wir haben gedacht, wir machen mal einen Easter Egg. Ja, das ist gut. Ich weiß nicht mal, ob du auf Mädels stehst oder nicht, aber nicht. Ja, ne? Ist ja gut. Du sollst das auch wissen. Ist alles gut. Ich mag deinen Style. Spätestens bei der Tasche haben wir gemerkt, ne? Ja, Tasche, Schuhe, Hose, eigentlich alles. Der Pulli gehört mir. Ja. Okay, Kandidatin Nummer 3. Was geht ab? Hallo. Kennt ihr euch? Ja. Ach so, hast du es nicht gecheckt? Nein, hab ich nicht, weil ich habe ihre Stimme nicht so direkt im Kopf. Aber einen nice Pulli hast du, wollte ich noch mal sagen. Dankeschön, krass. Nicht behalten.
Ich hätte kein Problem damit. Ich nehme einfach mit. Das ist cool, ein ich muss genau sagen. Egal, aber es ist schön. Mach mal diese. Achtung, der ist voll nass. Ich bin voll aufgeregt gewesen. Alles gut. Ist dir warm? Ja, voll. Oh, vor allem dieses weiße Ding, das ist schon voll. Ist cool. Aber danke. I tried my best. Gerne. Du bist sieht so vorletzt. Ich hätte das niemals gedacht. Schengel. Deshalb durftest du in der ersten Runde übrigens nichts fragen. Runde 5. Wir befinden uns in der finalen Runde, liebe Freunde. Ich sehe, Minella hat hier was mitgebracht. Was hast du damit vor? Für mich? Nee, tatsächlich nicht. Ich möchte das gerne den lieben Kandidaten in die Hand geben. Einfach mal, um zu gucken, was sie damit machen oder wie die es benutzen. Ich will es nicht zu viel verraten. Ja, aber, dann verteile Dings. Emma? Was gehört dazu? Was gibt's zu lachen, Nummer 6? Hier ist eins für dich. Ja, macht einfach euer Ding. So. Da gibt gleich noch einen Klaps, ne? Ja, wow, ist gut. Bromance und so. Okay. Mögt ihr Bubble Tea? Safe. Ist krass. Ja? Gestern noch einen getrunken. Nummer 6 hat gestern noch Bubble Tea getrunken. Er hat aber auch seine komplette Jacke nass gemacht, ne? Ah, süß. Also wenn du oft Bubble Tea trinkst, kennst du diesen Trick mit Daumen drauf, damit es nicht spritzt und so? Du wolltest echt checken. Mäßig können die das, ne? Ja, ja. Mir ist das schon so oft passiert, ich sag euch ehrlich. Ich kann es anscheinend nicht. Ich fand Nummer 1 ein bisschen, nee, nicht Nummer 1, Nummer 2 war ein bisschen dominant unterwegs, ein bisschen aggressiv. Magst du aggressiv? Nee. Eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Wenn ihr irgendwo anders leben müsstet, in einem anderen Land, wo wäre das? Okay, ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht der Typ, der viel Urlaub von außerhalb macht, also jetzt nicht Südamerika oder so. Ich befinde mich dann eher in Europa und Sardinien, so Italien, das ist meine Lieblingsinsel. Ich fühle diesen Vibe einfach, diesen italienischen Vibe. Ich mag es, meinen Espresso zu trinken dort und am Strand zu chillen, nicht ganz ehrlich. New York spricht mich sehr an, muss ich sagen. Und Tokio, also Tokio war ich leider noch nicht dort. Mhm. Aber würde auf jeden Fall mal nach Tokio mal für ein paar Jahre ziehen. Oder New York. Ich komme mit. Du hast schon entschieden gefühlt, ne? Ja. Sind schon ein paar Antworten sind gefallen, ne? Dann würde ich sagen, darfst du noch mal jemanden rauswählen. Ich wähle die liebe Nummer 2 tatsächlich aus. Okay, Moment, ich war noch nicht fertig. Aber okay, ja, okay, ist okay. Alles gut, sorry. Sogar Check gegeben und so, ne? Ja, war einfach, also Nummer 6 hat ein bisschen mehr überzeugt, deswegen. Sorry. Und das Unterhemd, ne, nicht vergessen. Ja, das Unterhemd ist halt nicht schlimm, so. Schlimm. Ich trage auch Unterhemden, Bruder, mach dir nichts draus. Darfst einmal nach vorne kommen. Was geht? Hi. Sorry, Mann, danke dir. Julio, was geht? Hat mich sehr gefreut. Hi. Oh. Ich habe nasse Hände, deshalb wollte ich das jetzt gerade nicht antun. Alles gut, kein Problem. Der letzte Kandidat steht fest. Die Behauptung steht im Raum, dass ihr euch kennt. Ich glaube ja. Bist aber du dir sicher? Kann sicher? Sein, ich irre mich auch, aber ich glaube, wir kennen uns tatsächlich. Okay, Kandidat Nummer 6, du darfst einmal nach vorne kommen. Ja! War richtig? Ja, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Sorry. Was geht? Was geht? Alles gut? Ja, bei dir? Ah, super. Kennt ihr euch auch immer gemeinsame Freunde? Ja, tatsächlich, ja. Aber ja, auch so zwei Jobs, glaube ich, zusammen gehabt. Ja, genau. Ach, modelst du auch? Nicht so professionell wie sie, aber ich bin auf jeden Fall auch auf einem guten Weg. Okay, ich würde voll gerne was Breakdance sehen. Boah, ich kann das gut tanzen, aber das ist ein bisschen künstlich, so diese... Ja, wir machen Musik drüber und so. Hier, guck, das ist Dennis. Dennis schneidet das Video am Ende. Der wird das dumm machen, vertrau mir. Okay. Scheiße, er ist echt gut. Warte, stopp! Abbruch! Sag! Vielen Dank euch beiden. Safe. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Date. Inshallah. So Gott will. Und jetzt könnt ihr auch bitte gehen, Digga. Reicht jetzt. Ich muss doch jetzt sagen, Leute. Oh, er hat Dings. Oh nein. Ja, zu spät. Oh nein! Ja. Hast du gemacht? Hast du mir die Hand gegeben oder so? Nein, er wollte so einhaken. Oh shit. Nein, das ist zu spät. Ihr müsst jetzt genau so wieder rausgehen. Das ist allerdings. Müssen wir genauso stehen lassen. Das war's mit dem Video, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr selber mal mitmachen wollt, checkt den ersten Link in der Beschreibung. Dort findet ihr ein Anmeldeformular. Wir drehen immer in Köln. Würde mich freuen, euch auch mal hier zu sehen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann kommen noch mehr Folgen für euch online. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Bis dahin. Ciao. Es ist zu spät, ja. Ich hab keinen Kopf für uns beide. Darum bin ich lieber allein. Sie redet von Liebe. Dafür ist es